grüße euch Leute und willkommen zum nächsten Gameplay-Video hier in WWE Champions. Ja, wir haben uns das letzte Mal den Free-to-Play-Charakter Bret Hart NWO 2000, das hört sich immer noch an wie eine Zahnbürste, haben wir uns angeguckt. Und ja, es gibt ja immer einen Superstar, ja, wo es halt gilt, in dem Monatsevent Splitter zu sammeln und was weiß ich nicht alles. Und das ist dieses Mal der gute Big Show, die NWO-Variante, ne? Um den soll es heute gehen, den wollen wir uns heute mal ein kleines bisschen genauer angucken. Eins will ich nur mal gleich sagen, ne? So vom Äußeren her ist es halt ein Big Show, ne? Also den haben wir ja schon öfters jetzt hier im Video, also mal gehabt und im Spiel und was weiß ich nicht alles. Was mir aber richtig gut gefällt, ist dieses Bild. Das finde ich, haben sie irgendwie übelst cool gemacht, ne? Aber Leute, das ist jetzt einfach so Persönliches. Leute, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Manöver machen wir gleich. Big Show kommt mit einer Coach-Eigenschaft, ne? Coach-Eigenschaften immer ziemlich interessant und hier geht es darum, dass wir den prozentualen, also Anteil, also die prozentuale Chance erhöhen, dass wir schwarze Gems anfangs auf dem Board haben. Finde ich cool, wenn man mit Strikern spielt, für die das interessant ist, zum Beispiel für Bret Hart aus dem letzten Mal, ist ziemlich cool, Big Show dort in den Coach-Slot mit reinzuhauen, also warum denn nicht, ne? So, was bringt er für Verbindungen mit? Er hat die New World Order-Verbindung, passende schwarze Juwelenladen, Manöver dieser Farbe um einen zusätzlichen Manöverpunkt auf, kennen wir ja bereits schon, und dann haben wir die Attitude-Error-Verbindung, dass Juwelen im Allgemeinen 10% mehr Schaden verursachen. Zusätzliche Ausrüstung hat er keine, und Leute, wir gehen mal direkt in die Moves rein. Wir haben hier einmal ein Moveset, man kann Big Show irgendwie ziemlich unterschiedlich spielen, aber und ist übrigens sehr gut gegen bestimmte Superstars, da reden wir auch gleich mal drüber. Ich will euch dieses Mal nämlich nur ein Moveset zeigen, sage ich gleich schon mal vorne rein und über das andere red mal. So, wir haben hier einmal das Moveset, das wir spielen werden, wir haben hier einmal den Chokeslam, das ist der Finisher, du verursachst 41.000 Schaden und wählst einen Bereich der Größe 7x2 aus, der in violette Juwelen umgewandelt werden soll. Dann haben wir hier den Bärhack, ein Unterwerfungsmanöver, du erzeugst 10 zufällige Submission-Juwelen, verursachst 5 Runden lang 8.000 Schaden, also das ist lange, das sind 40.000 Schaden, ne? Während sich die Submission auf der Juwelenliste befinden, Verbleibende verwandeln sich in Beschädiger-Juwelen um. Beschädiger-Juwelen, ihr wisst, wenn der Gegner die kaputt macht, kriegt er keine Juwelenschadenspunkte, ihr wisst schon. Und dann haben wir hier noch den Knife Edge Shop, du verursachst knapp 20.000 Schaden und zerstörst 4 zufällig ausgewählte gelbe Juwelen. Ihr seht schon, mit dem Knife Edge Shop 7 MP Manöver, immer sehr gut. Ja, können wir halt unser Gelbes aufladen und mit Gelb laden wir dann wieder Violett auf. Und ich finde es immer gut, so einen Submission-Move halt so in der Hinterhand zu haben, ne? Kann so ziemlich kampfentscheidend manchmal sein. So, über die anderen Moves, Leute, reden wir mit Absicht dann nochmal. Ich gucke mal, ab wann man ihn so spielen kann. Ich denke mal, man wird Big Show sowieso eher auf 4 Sterne dann bekommen. Will mich aber nicht festlegen jetzt, ne? Man könnte ihn ab 3 Sterne so spielen, auf die Art und Weise. Aber Leute, wie gesagt, ich will jetzt mit euch erstmal eben mal so spielen. Mensch, wir haben uns die Trainer noch gar nicht angeguckt. Wen habe ich als Trainer drin? Leute, denke ich mal, für die meisten von euch ist schon klar, wir haben hier einen Zerstörungs-Move für gelbe Gems. Deshalb habe ich Diamond Dallas Page drin. Ihr seht, der bei mir auch noch nicht weiter gelevelt ist. Und um die violetten Manöver ein kleines bisschen nach oben zu pushen, habe ich hier den guten Xavier Woods. So, wir gehen rein. Wir kämpfen wieder gegen diesen miesen, fiesen Vince McMahon, den wir ja schon gegen Bret Hart hier hatten, ne? Ich habe mir gedacht, na komm, bleib mal wenigstens der Linie treu und suche uns wenigstens mal wieder den Chef der Organisation aus, um den einfach mal so ein bisschen vor den Kopf zu hauen, ne? Big Show gefällt mir auch sehr gut. Gerade so dieses Moveset, was wir jetzt haben. Aber ich zeige euch dann noch die anderen Moves. Und da werdet ihr dann auch sehen, dass die auch ziemlich cool sind. So, wir hoffen auf Violett, sprich das, was wir nicht haben. Ich nehme mal hier Gelb. In der Hoffnung, dass er mir das Violett lässt, weil er wird eh schwarz nehmen. Danke, danke. So, da haben wir hier schon mal Violett. Das ist schon mal sehr schön. Und da würde ich fast mal sagen, damit der gute Vince uns dann jetzt nicht so mega ärgert, kommen wir mal direkt mit unserem Submission-Move hier um die Ecke. Ihr seht, das sind zufällige Submission-Games, wie wir es von einem Tyler Breeze kennen, wie wir es von einem Edge kennen. Leute, wir haben das schon öfters gesehen, Andre the Giant fällt mir noch ein hier, 8 Wonder, der hat das auch so mit diesen zufälligen
Und wie gesagt, die Gems, die übrig bleiben, werden zu Beschädiger-Juwelen gemacht, ne? Ist immer gut. Und 5 Runden sind 5 Runden. Das sind 5 Manöverpunkte, die jetzt hier dem guten Vince gestohlen werden. So, wir gucken mal, was wird da nehmen. Hat da unten natürlich eine ganze Reihe gleich mal am Start. Wir kommen jetzt hier um die Ecke. Es liegt ordentlich Gelb auf dem Board. Deshalb machen wir das natürlich kaputt mit unserem Knife-Edge-Chop. Ihr seht, es macht auch schön Schaden, ne? Also gefällt mir. So, und dann kommen wir jetzt mit unserem Finisher um die Ecke, wo wir wieder schön Bereich 7x2, wie gesagt, Leute. Machen wir jetzt hier zu violetten Gems. Wir dürfen auch noch wählen. Ist das nicht nett? Ich lege die ganze Chose mal hier hin. Oh. Bam. Das war's. Ihr seht, also mir gefällt dieses Moveset wirklich sehr. Wirklich sehr. Mir gefällt auch Big Show sehr. Und das im Gegensatz zu Andrade von dem Monatsevent davor, finde ich Big Show ein bisschen netter. Wir sind im Champions nicht so gut bestückt mit Showboards, also mit guten Showboards der Attitude Era. Meine Meinung jetzt. Also, das kann jeder halten wie ein Dachdecker. Und das ist das Moveset, was mir ziemlich gut gefällt, ne? Gerade wegen dem Submission-Move, dass der mit drin ist. Und ja, dieses Recycling halt gefällt mir sehr gut. Du bist ein kleines bisschen darauf angewiesen, dass halt auch Gelb auf dem Board liegt. Das ist so ein kleines bisschen der Nachteil. So, jetzt haben wir aber das Match gemacht. Jetzt möchte ich mit euch wenigstens will ich mit euch mal über seine anderen Moves reden. Weil Big Show, nämlich einer ist, mit dem du... ja, Leute ärgern kannst, die mit multiplizierenden Juwelen arbeiten. Sprich, mir fällt sofort ein Hall of Fame Booker T ein. Mir fällt ein Luke Harper ein. Der hat hier nämlich einen Move, nämlich, du verursachst hier Schaden und stiehlst 6 powernde Juwelen. Ist ein 1-MP-Move, das bedeutet, jede Runde kannst du den spielen. Und wenn wir jetzt mal an Hall of Fame Booker T denken, der in jeder Runde auch Multiplizierer-Juwelen, also Power, wisst schon, powernde Juwelen, machen kann. Jetzt habe ich mich aber gerade ganz schön verlabert. Powernde sind nicht multiplizierende, Leute. Powernde Juwelen. Oh, Christian, was stimmt denn mit dir? Na klar, was stimmt denn mit mir nicht? Oh, Hall of Fame Booker T. Leute, seht ihr, es gibt so viele verschiedene Juwelenarten, ne? Das wird nicht rausgecuttet. Manchmal habe ich einfach Gehirnfurze und da wisst ihr einfach nie, wo vorne und hinten ist. Sprich, powernde Juwelen passt schon. Hall of Fame Booker T passt schon. Vergesst aber, was ich jetzt mit Luke Harper gesagt habe, weil der macht nämlich multiplizierende. Also, Hall of Fame Booker T. Oder, wer fällt mir noch ein? ENMP... Ricky Steamboat kommt nämlich mit derselben Scheiße um die Ecke. Da ist nämlich Big Show dann am Start, der die erstmal schön wegnehmen kann. Und wie gesagt, Leute, er stiehlt sie. So, dann haben wir hier noch den Gorilla Press Slam. Du heilst dich. Also das ist ein Gesundheitsmove. Finde ich, ist halt auch eine Option, wenn man sagt, gut, mir ist der Bärhack jetzt zum Beispiel nicht so wichtig. Dann finde ich, kann man auch so spielen. Also jetzt nur mal so. Also finde ich auch, ist definitiv eine Option. Du kannst halt auch immer wieder Gesundheit stehlen. Wir haben es gesehen, die Submission macht so ungefähr 40.000 Schaden. Hier stiehlst du halt 62.000, also 20.000, über 20.000 mehr, was du dann machen kannst. Aber Submission, wie gesagt, drückt auch Moves runter, ne? So, dann haben wir hier noch den Russian Leg Sweep. Du verursachst 5.800 Schaden und machst aus 5 Reihen unten einfrierende Juwelen. Sprich, der kann nicht bewegt werden. Und das ist auch ein ENMP-Move. Ich muss nur zu meiner Schandtat sagen, ich hasse einfrierende Juwelen. Hasse ich. Grüße gehen raus an Danny, am Berliner Jungen, der hasst Fallenjuwelen. Bei mir sind es einfrierende Juwelen. Hasse ich. Aber trotzdem interessant, ne? Ein MP-Move ist das hier. Kann man machen. Einfrierende Juwelen haben natürlich noch ein paar bessere Eigenschaften, wie jetzt zum Beispiel Blockade-Juwelen. Also abgesehen davon, dass man sie nicht nur nicht bewegen kann. Deshalb auch, ne? ENMP-Move. Du kannst schon ein bisschen was mitmachen mit dem guten Big Show. Mir gefällt das sehr gut, muss ich wirklich sagen. Also gemeinsam mit Bret Hart, finde ich, haben wir hier wirklich 2 schöne Superstars mal in diesem Monatsevent. Und ich bleibe trotzdem dabei. Mir persönlich gefällt dieses Moveset am meisten. Sage ich ganz ehrlich. Aber wie gesagt, Leute, das könnt ihr halten wie ein Dachdecker, könnt ihr selber für euch entscheiden. Und ja, wie gesagt, ne?
gefällt mir. Mir gefällt die NWO-Verbindung, die ist halt ein bisschen Quatsch jetzt für Big Show, weil er zum Beispiel jetzt nicht mit schwarzen Manövern arbeitet. Aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, wir haben jetzt schon mehrere Varianten von Big Show. Müsste jetzt auch die dritte sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben den Trickster, wir haben den Big Show The Giant, den Powerhouse, der auch sehr gut ist übrigens, und haben dann jetzt hier nochmal die Showboard-Variante. Also sprich, haben wir jetzt auch schon die dritte Variante von Big Show hier am Start. Man weiß ja nie, du weißt es halt nie, vielleicht kommt ja auch mal so eine Tour hier, Play with any Big Show oder so weiter, ne, also das weißt du halt nicht. Aber Leute, ihr seht, mir gefällt es ziemlich gut, dass wenn das Submission-Move vielleicht schon bei 6 MP wäre, dann wäre ein richtiges Biest, also das muss man wirklich mal so sagen, oder 5, das wäre ja dann richtig mies, also das ist dann zu overpowered, aber gefällt mir richtig gut. Big Show. Macht auch vergleichsweise, finde ich, mit seinem Finisher für ein Showboard wirklich gut Schaden. Ja, gut, ihr Lieben, haben wir über den guten Big Show geredet und ich sage mal, jetzt kann das WrestleMania 36 Event kommen. Wir wissen, was Phase ist, wir wissen, worum wir spielen. Bret Hart kriegt jeder und Big Show ist halt derjenige, den ihr euch ergattern könnt, wenn ihr die jeweiligen Contests dieses Monats halt so bestreitet. Und ja, Leute, soll es gewesen sein. Ich bedanke mich an der Stelle vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und es sei noch mal ganz kurz zu erwähnen, jetzt habe ich schon wieder fast vergessen, dieser Superstar ist nur testweise im Video und wird nach der Aufnahme dieses Videos aus meinem Roster wieder gelöscht. Und ich muss ihn mir ja spielen, wie jeder andere von euch auch. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Abschluss, Leute. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.